Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir sind hier bei Mount Gelmir unterwegs. Hier haben wir auch noch ein paar Dinge zu tun. Hier gibt es erst einmal Abductor, die hier von den Soldaten hier bekämpft werden. Und da sind noch andere. Da müssen wir es dann einmal durch. Boah, insgesamt sind hier vier. Nummer eins ist erledigt, aber hier sind noch zwei weitere. Und wir müssen erstmal weiterkommen hier. Ignorieren die vorerst. Ah, fuck. Mann, vier von diesen Pennern hier. Aber es gibt hier Vulkanstein, das ist gut, das ist richtig, richtig gut. So, und hier kommt nun ein Gegner. Anastasia schon wieder. Die kennen wir doch schon, oder nicht? Kein Bedürfnis, sich zu heilen? Dann halt nicht, ne? Dann halt kein Heilen. Heiliges Fleischermesser. So, überall Vulkanstein. Von denen sollte man möglichst viele sammeln, weil die echt noch wichtig werden. So, dann fragt man sich immer, ja, wie kommt man hier rauf? Naja, das ist halt Volcano Manor hier. Also hier kommt man gar nicht drauf. Aber da hinten gibt es eine Leiter versteckt. Und zwar genau irgendwo hier bei den Abductern ist hier eine Leiter. Und da waren wir offensichtlich auch noch gar nicht oben. Also werden wir dann dort auch hochgehen, weil wir dort sowieso hin müssen, glaube ich. Ja, aber hier unten gibt es sonst eh nichts mehr für uns zu tun, außer da die Abductor vernichten. Den müssen wir jetzt eh noch irgendwie vorbeikommen wieder. Weil die Leiter ist genau dort. Wir sind entdeckt worden, wir sind entdeckt worden. Alter, es sind sogar fünf hier. Einen haben wir besiegt und es sind noch immer vier da. Oh oh. Ah.
ausgezeichnet. Es sind einfach zu viele von denen hier. Oh nein, wie der uns erwartet hat einfach. Wie er uns erwartet hat. Der hat voll auf uns gewartet, dass gleich voll herkommen. Jetzt kommen alle zwei, super. Jetzt haben wir ein Problem. Es sei denn, wir tricksen sie einfach aus. Steig endlich von deinem verschissenen Pferd ab. Steuerung hat einfach gelaggt hier gerade. Oh Mann. Was für ein Schlachtfeld hier. Sie können echt leid tun, die was hier gekämpft haben und vernichtet wurden von diesen Horrormaschinen. Ah, wir sind endlich oben. Hier sind Wölfe. Bin mir aber nicht sicher. Okay, oder ein Wolf. Wie sind die hier da oben alle gestorben? Runtergefallen einfach, weil sie zu schnell waren? Ich glaube, das geht hier weiter und haben dann schnell festgestellt, nope. So, müssen sie mal heimgehen. Beziehungsweise, wir lassen das jetzt erstmal und gehen gleich zu Volcano Manor. Weil wir haben hier noch was zu tun, beziehungsweise in Lindell haben wir noch was zu tun. Eine neue Rüstung holen, auch wenn ich nicht weiß, ob wir sie verwenden werden, weil es ein wenig zu gut ist. I see you performed another task for us. Here is your usual reward. Please, take it. Schlangenknochenklinge. Perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shardbearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. If you follow this heroic, it cannot come. If you follow the, it cannot come. Ein Crucible Knight. Sehr imposant. So. Doch nun. Bernard. Oder Bernard. Eins von beiden. Look at you, a recusant through and through. I knew you had it in you. Take this. Vielen Dank. A special invitation. Ah, yeah. To hunt some of the first Tarnished who sat at the Round Table Hold. If you should accept, I'll next see you on the field of battle. So soll es sein. Genau.
Genau, wir haben jetzt so zwei Briefe bekommen. Nummer 1 ist dann hier oben. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie da ist, der von Haus irgendwas. Egal, darum geht es gerade nicht. Das ist Dragov, genau, den lassen wir auch vorerst einmal auf jeden Fall. Und genau. Da ist man sich richtig. Und ich weiß auch endlich, was mit diesen Gemälden auf sich hat. Es gibt da einfach was. Man muss einfach das finden, was da drauf ist, und dort wartet dann jemand auf uns sozusagen. Ah ja, hier ist es. Die Welt von Wagram, dem blutigen Wolf und dem abtrünnigen Zauberer Wilhelm. Das ist ein 2-versus-2-Kampf hier. Scheiße, Mann. Oh nein, der hat Bernal vernichtet. Oder? Nein, hat er nicht. Boah, schön reingerannt. Geschafft. Auch gegen Bernal können wir scheinbar kämpfen. Wobei ist die Frage, der ist ja sicher bei dieser Warmasters. Check, oder? Weiß nicht, ob er noch dort ist. Da. Diese Rüstung hier. Also war, glaube ich, eine eher leichte Rüstung, oder? Ja. Mal nichts. Sind wir jetzt stärker, sind wir jetzt schwächer gepanzert als vorher? Vermutlich, ne? Wir nehmen einfach die Schuppenrüstung, die passt auch gut. Der Helm ist hauptsächlich, was er ausmacht. Ja. Blight. Okay, das hätten wir. Ah, das hier ist erledigt auch. So, zurück zum Mount Gelmir. Genau, wir müssen nämlich einen ganz wichtigen Händler aufsuchen, der dort oben ist. Scheinen gerade alle, um ihre Gefangenen zu trauern. Ah, Gefangene, sag ich, Gefallenen. Natürlich. Lassen sich dabei auch gar nicht aus der Ruhe bringen, während wir die da eliminieren. Es gibt auch hier einen Pumpkinhead. Waren wir nicht schon mal hier? Weiß jetzt gar nicht. Nein! Und da ist auch schon. Und man bewirft uns von oben. Scheiße.
Mast. Scheiß Kamera. Müssen wir dann hin? Ah, da waren wir sicher noch nicht. Ah, da ist er ja. Das ist jetzt natürlich echt blöd. Weil wir haben einen schwierigen Gegner vor uns, bevor wir die nächste Side of Grace erreichen. Scheiße. Nachdem wir hier scheinbar noch gar nicht waren. Wobei, nee, warte. Haben wir Glück? Nee, haben wir nicht. Patches ist nämlich... Und kann hier sein, wenn man auf regulärem Weg zur Volcano Manor kommt. Was wir ja auch scheinbar nicht... Wobei, ich weiß gar nicht mehr, wie wir überhaupt hin... Ah, warte mal, wie sind wir hingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, mit... Wie heißt die? Raya. Richtig. Hier ist das Oberhaupt, hm? Die gehen sicherlich durch. Nee, kein einziger. Hero Grave von Mount Gamir. Und wir drehen uns nach unten. Ah ja. Und da
damit ist der Part auch wieder zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.